Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des Veritas Verlags ganz herzlich zum heutigen Webinar Building Competence the Easy Way begrüßen. Dieses Webinar ist an sich Teil unseres Onboarding-Angebots für Einsteiger und Verwender. Wir haben aber diesmal generell eingeladen, weil das Thema eines ist, von dem wir nicht nur denken, sondern wissen, dass es jeden Sprachlehrer wirklich grundlegend beschäftigt. Und darum freuen wir uns auch sehr, dass Sie heute doch so zahlreich sich Zeit nehmen, um unseren Tipps und Hinweisen zuzuhören. Mein Name ist Helena Hirsch. Ich bin bei Easy seit der ersten Stunde sozusagen dabei und habe das Easy Baby begleitet und tue das auch nach wie vor. Und Tanja, wenn du dich vielleicht vorstellen möchtest. Ich bin Fachdidaktikerin für das Unterrichtsfach Englisch und beschäftige mich auch seit einigen Jahren mit verschiedenen didaktischen Aspekten rund um Easy. Also ich habe mir das Lehrwerk schon aus verschiedenen Perspektiven angesehen und so eben auch heute für dieses Webinar. Worum geht es heute? Competence Building war so quasi oder ist der Aufhänger dieses Webinars. Ich möchte es auch ein bisschen verbinden mit Confidence Building, denn das ist auch ganz wichtig beim Spracherwerb. Also Kompetenz geht einher auch mit Confidence, Selbstbewusstsein in der Anwendung der Sprache oder eben auch beim Zuhören, ohne gleich zu verzweifeln, weil ich manches nicht verstehe. Und ich möchte es aber heute insbesondere mit den sprachlichen Mitteln verwenden. Das ist ein Begriff, den sicher viele von Ihnen aus verschiedenen Kontexten bereits kennen, sei es, wenn es auch um die Pilotkompetenzraster geht, oder auch im Lehrplan kommt es ja vor, die sprachlichen Mittel ist sozusagen unser Überbegriff für alles, was zu Wortschatz und Grammatik gehört. Und die Verbindung zwischen Communicative Competences und diesen sprachlichen Mitteln, die möchte ich gleich im Anschluss dann noch einmal hervorheben. Ganz besonders möchte ich mich heute aber eben dieser Idee von Meaningful Practice widmen. Also was ist sinnstiftende Arbeit mit Wortschatz und Grammatik, sodass es eben auch einen Beitrag zu diesem Competence Building leistet. Wir werden uns dazu ganz besonders diesen Aspekt Wortschatz und Grammatik im Kontext ansehen und auch einige Ideen zum Lernen durch selbst etwas entdecken oder indem ich den Schülerinnen auch personalisierte Aufgaben anbiete. Am Ende habe ich dann noch ein paar Beispiele vorbereitet, wo auch Sie dann im Chat Ihre spontanen Ideen noch einbringen können. Wie gesagt, die Beispiele stammen aus den Easy-Bänden 1 bis 3, wobei relativ viele Beispiele aus 1 und 2 stammen. Die kommunikativen Kompetenzen sind das übergeordnete Ziel des Fremdsprachenunterrichts. Das ist jetzt nichts weltbewegend Neues und dennoch etwas, das es im Eifer des Unterrichtsgefechts nicht immer ganz einfach ist, es im Auge zu behalten. Kommunikative Kompetenzen bestehen aus mehr als Sprechen und Schreiben, sondern es ist eben auch ganz wichtig, dieses Lese- und Hörverstehen, dass möglichst viel Exposure mit der englischen Sprache ist einfach ganz zentral, um eben auch kommunikative Kompetenzen dann selbst entwickeln zu können. Und wir schauen uns jetzt gleich die Rolle der sprachlichen Mittel an. Wenn man sich jetzt das Kompetenzmodell für den Fremdsprachenunterricht ansieht, dann sind sozusagen die sprachlichen Mittel mein Fundament, die Basis, auf der ich dann eigentlich erst alle anderen Kompetenzen aufbauen kann. Und dennoch ist es nicht so, dass ich quasi zuerst mache ich nur isoliert Grammatik und Wortschatz und dann kommt der Rest. Auch wenn die sprachlichen Mittel
das umfasst alles, was mit Wortschatz, also mit lexikalischen Elementen zu tun hat, aber insbesondere eben auch zum Beispiel Set Phrases, die nützlich sind, also dass ich zum Beispiel weiß, wie ich nice to meet you verwenden kann, oder grammatische Strukturen können ebenfalls als komplexes Ganzes eingeführt werden und diese sprachlichen Mittel systematisch aufzubauen, wie Sie wahrscheinlich auch alle aus der täglichen Unterrichtspraxis wissen, ist ein zentrales Element im Anfangsunterricht. Also speziell in den ersten zwei Lernjahren nimmt also diese Wortschatz- und Grammatikarbeit wahnsinnig viel Zeit und Raum ein. Und deswegen ist es eben auch sehr wichtig, diese Arbeit sozusagen dann auch im Wechselspiel mit kommunikativen Kompetenzen zu sehen. Ich habe hier noch ein Bild von einem Gerüst hinzugefügt, weil dieser systematische Aufbau, dieses Scaffolding sozusagen, diese Hilfestellungen, die es braucht, um Wortschatz und Grammatik nachhaltig zu erwerben, meiner Meinung nach auch nicht ohne kommunikative Kompetenzen geht. Das schauen wir uns jetzt noch einmal an, dieses Wechselspiel. Auf das möchte ich eigentlich bei allen Beispielen heute ein bisschen eingehen. Einerseits, wenn ich viel höre, viel lese, dann ist das förderlich für den Erwerb meiner sprachlichen Mittel. Also je mehr ich lese, je mehr ich höre, je mehr ich meine Lehrerin Englisch reden höre, desto besser ist es auch für den eigenen Wortschatz, für meine eigenen grammatischen Strukturen, die ich verwenden kann. Und umgekehrt profitiere ich natürlich auch für das Sprechen und Schreiben. Also je mehr ich mich mit sprachlichen Mitteln auch auseinandersetze. Also ein systematischer Aufbau von Wortschatz und Grammatik geht Hand in Hand, um wirklich auch Kompetenzen im Bereich Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben zu erwerben. Also das eine braucht das andere, und damit wirklich beide kontinuierlich wachsen können. Ich möchte da noch einmal kurz auf den Lehrplan zurückgreifen. Das ist jetzt noch die quasi alte Version. Die neue steht ja noch bevor, beziehungsweise ist ja noch nicht ganz durch. Aber dieser didaktische Grundsatz wird in diesem Gehalt, also in diesem Inhalt, im Wesentlichen sicher beibehalten werden. Wortschatz und Grammatik braucht vor allen Dingen eines: es muss immer in Kontext verpackt sein. Kontext heißt, ist quasi das Gegenstück zu isolierten Wortlisten, ist das Gegenstück zu isolierten Grammatikübungen, wo nur ein Satz nach dem anderen erfolgt. Also ganz wichtig ist, dass beim Vermitteln, aber auch beim Üben und speziell auch beim Überprüfen von Wortschatz und Grammatik der Kontext immer eine ganz wichtige Rolle spielen muss. Also ich brauche eine Kommunikationssituation, um überhaupt zu sehen, wie wird etwas hier verwendet, sei es Phrasen, seien es einzelne Wörter, sei es eine bestimmte Zeit, um dem auch wirklich Bedeutung zuordnen zu können. Beispiele dafür sehen wir uns gleich an. Bei der Grammatik ist es eben auch wichtig, dass man über diesen Formfokus hinauskommt und damit die Schülerinnen auch erkennen, was ist eigentlich die Funktion eines irregular verbs in der past form? Wozu brauche ich das eigentlich? Ich brauche es zum Beispiel, um eine Story in der past erzählen zu können. Und dazu ist es halt auch notwendig, diese irregular forms zu kennen. Das ist also sehr wichtig, und ich glaube, ich habe das unten so gelb gehighlightet. Es ist besonders wichtig in den ersten ein, zwei Lernjahren, wo ja doch sehr viele grammatische Strukturen auch eingeführt werden, dass sich diese grammatischen Teilsysteme eben, dass die nicht zum Selbstläufer werden und dass alles Dominierende werden im Fremdsprachenunterricht gemeinsam mit dem Vokabellistenlernen, weil das eigentliche Ziel aus den Augen verliert, nämlich dass die Schülerinnen letztlich ja befähigt werden sollen zu kommunizieren, und
deswegen möchte ich Ihnen im Folgenden vor allen Dingen eben auch Beispiele zeigen, wie die beiden Aspekte verbunden werden können. Die sprachlichen Mittel sind ja kein eigener Kompetenzbereich. Das kennen Sie auch. Also die sprachlichen Mittel sind sozusagen Teil aller anderen Kompetenzbereiche, also nichts Ausgewiesenes. Und deswegen ist es eben auch sinnvoll, hier Gelegenheiten und Aufgaben zu finden, wie das möglichst abwechslungsreich und eben auch sinnvoll geübt werden kann. Ich habe es bereits erwähnt, Kontext ist das A und O jeder Arbeit mit sprachlichen Mitteln. Nur so können die Schülerinnen auch lernen, in welchen Situationen welche Strukturen, welche Phrasen überhaupt Sinn ergeben und um eben auch diese Anwendung im eigenen Schreiben und Sprechen dann übertragen zu können. Wenn ich nur isoliert übe auf Wort- oder Satzebene oder zum Beispiel auch sehr viel mit Übersetzungen operiere, dann ist es für den kommunikativen Kompetenzaufbau nur sehr bedingt förderlich. Und das Zweite, was speziell in den ersten Lernjahren auch besonders bedeutsam ist, ist eben die Möglichkeit für multisensorisches Lernen zu geben, dass die Schülerinnen, die Kinder im Anfangsunterricht speziell auch dieses neue Wissen in der Fremdsprache vernetzen können, zum Beispiel mit Bildern oder mit Mindmaps oder auch mit einem Text, den sie gelesen haben. Also da ist ganz wichtig, dass sowohl mit mündlichen, mit schriftlichen Aufgaben gearbeitet wird und viel Möglichkeit zur Interaktion in Kleingruppen besteht oder in Pairs. Die Differenzierung und Personalisierung als dritter Punkt ist auch noch sehr wichtig, um das Ganze meaningful zu machen. Auch dafür schauen wir uns dann gleich Beispiele an. Es reicht eben nicht aus, nur sehr geschlossene Formate, wo nur zum Beispiel einzelne Wörter, einzelne Formen eingesetzt werden müssen, zu arbeiten, sondern es braucht eben auch offenere, komplexere Tasks, um tatsächlich dann die neuen Strukturen, den neuen Wortschatz auch in die eigene Sprachverwendung übertragen zu können. Das Scaffolding habe ich schon erwähnt, das ist vor allem sozusagen das Stützgerüst, das vor allem leistungsschwächere Schülerinnen brauchen. Da werde ich bei den verschiedenen Beispielen auch darauf hinweisen. Wichtig beim Personalisieren ist auch immer wieder versuchen, Bezüge zur Lebenswelt der Schülerinnen herzustellen. Wofür könnt ihr das dann anwenden? Wofür brauchen wir das? Was kann man damit ausdrücken oder was könnt ihr damit beschreiben oder was könnt ihr damit anstellen oder eben das Ganze auch spielerisch zu verpacken? Jetzt aber gleich zu den Beispielen. Wer Easy jetzt noch nicht kennt, die es durchgeblättert haben oder auch verwenden, haben sicher ein besonderes Merkmal gleich festgestellt. Es ist Teil jeder Unit und oft in mehreren Schritten der Units sind sehr große Bilder, die so eine Art Wimmelbildcharakter haben. Wimmelbilder kennen Sie alle. Wimmelbilder zeigen immer verschiedene Aktivitäten, verschiedene Personen, wo es einfach viel zu entdecken und zu beschreiben gibt letztlich auch. Und so ein Bildimpuls hat speziell im Anfangsunterricht einen ganz großen Vorteil. Und das ist nämlich, das Bild ersetzt zum Teil Sprache. Und ich kann in einem Bild komplexe Sachverhalte darstellen, die die SchülerInnen in der Fremdsprache noch nicht nachvollziehen könnten. Und das ist dann der eigentliche Vorteil des Bildes, dass ich zum Beispiel, sehen wir uns hier den Park an, da ist wahnsinnig viel los in diesem Bild und dann kann man sukzessive den Wortschatz aus diesem Bild erarbeiten. Man kann es aber auch später nochmal für Recycling von Wortschatz noch einmal verwenden. Das gleiche auch mit diesen Sports Lesson, die man rechts unten sieht. Auch da sind ganz viele Aktivitäten. Also wir haben sozusagen eine in visualisierte Kommunikationssituation. Wie kann man jetzt mit so einem Bild arbeiten? Wenn wir dieses Bild uns ansehen, dann
kann man ganz klassisch eine Bildbeschreibung machen. Die Bildbeschreibung hat den großen Vorteil, im Englischen brauche ich dafür normalerweise auch Present Continuous, um das zu machen. Das heißt, es ist eine sehr gute Möglichkeit, um entweder das Present Continuous entdeckend einzuführen, also dass ich zum Beispiel, ich als Lehrerin jetzt verschiedene Aktivitäten beschreibe und die Kinder müssen eigentlich nur mitzeigen. There is a girl and she is taking photos. Und die Kinder zeigen auf dieses Girl und so weiter. Also so kann ich diese Form einführen und auch ganz stressfrei, rezeptiv quasi immer die neue Form den Schülerinnen näher bringen. Wenn diese Form schon gefestigter ist und sie selber da schon ein bisschen firmer sind im Anwenden der Form, dann kann ich auch eine Art Guessing Game mit so einem Bild veranstalten. Also entweder I spy with my little eye, das kennen Sie alle, und dann wird eben etwas ausgewählt aus dieser Szene. Oder die Schülerinnen spielen selbst etwas nach. Also sie mimen oder mit Acting Out verschiedene Aktivitäten und dann muss der Partner oder die Kleingruppe raten oder im Bild darauf zeigen, wer das ist. Und das ist eben auch eine Möglichkeit. Man kann das Ganze aber auch noch so machen. Man lässt die Kinder 30 Sekunden auf das Bild schauen und sagt dann jetzt bitte Buch zumachen und dann close the book und dann beschreiben, was spielt sich in dem Bild ab und noch einmal in Pairwork miteinander erzählen, an was sie sich alles erinnern können. Damit erfülle ich verschiedene Funktionen. Das eine ist Competence Building im Sinne von einen kleinen Sprechanlass kreieren, der dennoch Sinn macht, weil es entweder ein Guessing Game ist oder ein Remembering Game und es deswegen auch sinnvoll ist, die Sprache noch einmal zu reproduzieren. Oder ich kann eben auch die grammatische Struktur des Present Continuous noch einmal festigen damit und habe zugleich immer dieses Setting und den Kontext des Bildes und kann damit sehr, sehr viel recyceln, festigen, internalisieren. Und da kann ich Sie nur ermuntern, also mit solchen Wimmelbildern das auch einmal zu versuchen. Der Vorteil dieser Bilder ist, ich kann auch in späteren Units noch einmal zu früheren Bildern zurückkehren und diese dann entsprechend mit mehr Wortschatz und neuen Strukturen noch einmal beschreiben lassen. Ein anderes Beispiel jetzt noch, wo sich auch so Total Physical Response Aktivitäten anbieten. Hier habe ich wieder eine Situation, das ist eine Sports Lesson, wo verschiedene Commands gegeben werden, die dann entsprechend zugeordnet werden müssen. Das lässt sich natürlich beliebig ausbauen. Das lässt sich auch ganz, ganz gut als Model hernehmen, dass die Schülerinnen dann auch sowas nachspielen. Und dieses Acting Out and Guessing kann man auch selbst in den Turnsaal oder in den Schulhof verlegen. Und so kann ich sehr viel Wortschatz und Strukturen festigen. Also die Bilder bieten einen hervorragenden Kontext im Anfangsunterricht. Etwas, das aber auch bereits relativ von Beginn an gut funktioniert, ist die Arbeit mit sogenannten Graphic Organizers. Das kann jetzt etwas Klassisches sein, so wie wir es hier links im Bild sehen. Das ist eine Mindmap, die um ein Thema herum angeordnet ist. Things you can do at a party. Das heißt, anstatt dass ich nur so ein Wordfield habe, wo vielleicht eine ganze Reihe von Nomen aufgelistet sind oder Verben, habe ich hier gleich, wie man sieht, Kollokationen wie play the drums, make sandwiches, was ja nützliche Verbphrasen sind, die rund um eine Party auch eine Rolle spielen können. Und diese Art der Vernetzung ist sehr nützlich, um dann auch später Tasks rund um so Party-Planning zum Beispiel oder beschreiben, was ich auf einer Party machen kann, zu aktivieren. Also ich habe hier auch ein Aid to Memory, das nach Scott Thornberry zitiert,
der eben sagt, also der Vorteil solcher grafischen Darstellungen ist einfach auch, dass es vielen Schülerinnen auch hilft, das abzuspeichern und entsprechend dann das auch abzurufen und weniger nach einer Wortliste das Ganze, die eher random vielleicht angeordnet ist, durchzugehen. Man sieht, es kann aber auch ganz anders aussehen mit Bebilderungen, gerade für so eher anspruchsvollen Wortschatz wie a bruised knee, a sprained ankle, um Injuries beschreiben zu können oder benennen zu können, bietet sich so etwas an. Oder man hat ein Bild, wo überhaupt wieder eine Kommunikationssituation abgebildet ist. Also man hat wieder ein Setting in the Doctor's Waiting Room und auch hier wird dieser Wortschatz quasi in Kontext eingeführt. Schauen wir uns noch kurz die dazugehörenden Tasks an. Also ich habe hier etwas genommen, was im Buch angeboten ist, wo es dann eine My-Task gibt, wo sozusagen dann die Kinder ermuntert werden, selbst eine Class-Party zu planen. Und da gibt es dann, ich habe jetzt nicht alle Aufgaben dazu abgebildet, aber es gibt da verschiedene Möglichkeiten, sozusagen diese Phrases, die hier eingeführt werden, auch tatsächlich dann in einer kommunikativ sinnvollen Weise für writing an invitation, inviting your friend to the party, inviting another class to your party, um das dann auszuformulieren und zu beschreiben, was wir dort dann machen können. Also Graphic Organizers sind einfach ein nützliches Mittel, um auch wieder dieses Competence Building zu fördern, also thematischen Wortschatz dann in eine kommunikative Aufgabe zu übertragen. Man kann Graphic Organizers aber auch für eher einen spielerischen Ansatz verwenden. Also es ist hier relativ viel Text, aber im Endeffekt beschreibt die Aufgabe hier drunter, dass die Schüler und Schülerinnen ihr eigenes Memory sozusagen gestalten mit Injuries and Illnesses, die sie selber hatten schon einmal in ihrem Leben. Also das wäre so der erste Schritt, dass sie dann Kärtchen machen und dass sie dann für jede Injury and Illness Giving Advice Kärtchen erstellen, wo sie dann selbst beschreiben, was kann ich tun? Da gibt es hier auch ein Beispiel. If you have a cold, you should drink hot tea. If you have a temperature, you should stay in bed. Also das lässt sich relativ simpel beschreiben, solche pieces of advice, hat aber den ganz großen Vorteil, dass die Schülerinnen hier einerseits einen kleinen Schreibeinlass haben, dass sie ihre eigenen Ideen einbringen und dass sie das Ganze, wenn sie das dann als Matching Activity, als Memory spielen, auch das Ganze dann noch festigen und üben können miteinander. Wenn jetzt das in der Stunde zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann man das auch durchaus einmal als Hausaufgabe geben oder man bereitet einige Kärtchen vor und lässt noch etwas ergänzen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben jetzt nicht die Zeit, das in der Stunde ausarbeiten zu lassen. Der Vorteil aber hier ist auch wieder, man hat diesen kommunikativen Charakter. Es gibt diese Verbindung von mündlich und schriftlich und insbesondere eben auch diese Peer Interaction. Mit den Lernjahren werden auch die Ansprüche höher und deswegen habe ich hier jetzt auch noch ein Beispiel aus dem Band 3 dazu genommen, weil diese Word Clouds, die sind ja sehr populär im Moment. Viele erstellen die auch gerne selbst. Das lässt sich auch am Computer sehr gut mit einigen verschiedenen Tools sehr gut erstellen und diese Word Clouds oder Clusters, kann man ja auch etwas lenken, dass man zum Beispiel verschiedene Kategorien vorgibt, die abgedeckt werden sollen, wie Qualities of a good friend, Types of friendship, Problems with friends, Activities with friends. Das ist auch zugleich gutes Scaffolding für Schüler, die da nicht so viele Ideen haben und die da nur vielleicht die Wortfamilie Friend ausschlachten würden. So ist es aber noch etwas gesteuert
Und dann werden die Schülerinnen auch mehr und mehr in die Selbstverantwortung entlassen, dass sie ihre Word Clouds auch präsentieren können, vielleicht auch in Kleingruppen und dann vergleichen. Man kann das Ganze ja auch in Pair Work oder in Kleingruppen ausarbeiten lassen und die auf größere Poster machen lassen oder eben speziell auch in, mit den Tablets oder mit den Notebooks erstellen lassen und hat so auch einen aktiven Part der Schülerinnen bei der Wortschatzarbeit. Ganz unten sehen wir wieder eine andere Methode, die auch, finde ich, im Bereich Wortschatzarbeit sehr nützlich ist. Das ist diese Placemat-Methode, die vielleicht auch viele von Ihnen kennen. Also wo man ein großes Blatt hat beispielsweise, man könnte es auch wieder online mit einer Tabelle machen, kollaborativ, wo es gibt verschiedene Felder mit verschiedenen Kategorien, die um ein bestimmtes Thema kreisen. Also das kann man aber auch zum Beispiel nach einem längeren Text machen als entdeckende Wortschatzarbeit, Fighting for Rights. Also in dem Fall war es so, dass da verschiedene Inputs bereits im Vorfeld gelesen wurden und dann können die Schülerinnen auch aus diesen Texten oder aus diesen verschiedenen Audio-Inputs noch Adjektive wieder abrufen, die man eben hier passend einsetzen kann. Oder hier sind es zum Beispiel dann Nouns oder Noun-Phrases, die nützlich sind oder etwas mit Verbs. Und diese Form der Wortschatzarbeit hat den Vorteil, dass sie viel weniger lehrerzentriert sind, auch die Schülerinnen stärker mit einbezieht und sie auch viel mehr gefordert sind, selbst aus bestehenden Texten nützlichen Wortschatz sozusagen herausfiltern. Hier ist es auch wieder so, dass natürlich, wenn jetzt verschiedene Schülerinnen an diesen verschiedenen Feldern arbeiten, mehr Output zu erwarten ist und dann kann man das auch für die weitere Arbeit, sei es einen Schreibanlass, eine Writing Task, die dann folgt oder für etwas Gesprochenes weiterverwenden, sodass es nicht nur so als alleinstehendes Produkt stehen bleibt. Das Ganze funktioniert aber natürlich auch mit Texten. Ich habe jetzt wieder einen bebilderten Text genommen, einfach auch, weil in den ersten zwei Lernjahren, also wenn ich jetzt die Beispiele in Easy nehme, praktisch immer Bilder dabei sind. Also in dem Fall ist es sozusagen eine Art Picture Story, allerdings schon mit größeren Textelementen. Und natürlich bietet jeder Text hervorragenden Kontext. Und es ist hier auch sinnvoll, Texte immer auch nicht nur diese quasi Comprehension-Check-Tasks, die zum Beispiel das Lehrwerk bietet, zu machen, sondern wirklich auch versuchen, aktive Wortschatzarbeit, Topic-Related Vocab-Work zu machen oder in einem Text auch neue grammatische Strukturen entdecken zu lassen, weil ich so dieses Discovery-Learning entdecke und zugleich schon für das Sprachbewusstsein etwas sehr Nützliches passiert, nämlich, dass die Schülerinnen lernen, ein Text gibt mir den Inhalt, aber ich kann auch dafür sehr viel mitnehmen für meinen eigenen Wortschatz, für meine eigenen sprachlichen Mittel. Also ich habe hier zum Beispiel gelb gehighlightet die typische Halloween Expressions, weil es ja um eine Halloween Story geht, die, das wäre zum Beispiel eben so eine Discovery Learning Activity, dass die Schülerinnen zunächst selbst einmal Wörter, Phrasen rund um Halloween entdecken. Was man hier auch noch entdecken lassen kann, das zeige ich dann gleich mit den Aufgaben noch, sind natürlich die Adverbs, wie wir hier sehen. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen, Entschuldigung. Sadly, quickly, hard, carefully, slowly und so weiter. Also das sind verschiedene Adverben, werden hier eingeführt und ich zeige gleich auf der nächsten Folie, wie das funktioniert. Ich gehe jetzt kurz als erstes zu dem Discovering New Grammar. Das sieht man noch einmal, hier werden
zum Beispiel die Schülerin zunächst aufgefordert, die Form aus dem Text noch einmal zu erkennen. Also das ist schon auch ein kleiner, erster entdeckender Schritt, denn auch die leistungsschwächeren Schüler ohne weiteres jetzt da mitmachen können. Und dann gibt es da so eine Art Guided Rule Finding mit den Adverbs of Manner. Was bewirken denn die eigentlich in einem Text? Da ist es auch sinnvoll, noch einmal zur Story zurückzukehren. Also im Buch muss man sich das ja so vorstellen, das kann ich jetzt leider im Webinar nicht. Da wäre ja oben das große Bild mit der Geschichte und unten dann diese Aufgaben. Das heißt, die Schülerinnen sehen beides zugleich. Und sie können dann, werden auch gefragt, they help us to make a story. Wie wird die Story dadurch einfach nur länger oder langweiliger oder wird sie dadurch vielleicht interessanter? Also das heißt, sie werden hier auch hingelenkt, was ist denn eigentlich die Funktion von einem Adverb? Was macht das mit einer Geschichte? Und hier ist es dann so, dass diese Halloween-Activities aus dieser Wortschatzarbeit noch einmal aufgegriffen werden. Und ich finde das eine ganz nette Idee für Adverbs und Verbs, dass man das mit einem Miming and Guessing Spiel verbindet. Also es gibt hier zum Beispiel eine vorgegebene Liste von Adverbs, eine vorgegebene Liste von Verb Phrases und da kann sich jeder für sich in der Kleingruppe eine Kombination ausdenken. Zum Beispiel I'm looking around the room sadly. Und dann müssen sie das mimen. Und die anderen müssen eben erraten, was sie da versuchen, gerade zu mimen. Und das stellt einfach die Idee oder überträgt die Idee des Adverbs sehr gut, denn ich beschreibe damit immer eine Aktivität näher, wie die eigentlich ist oder wie ich etwas mache. Und mit diesen Activities schaffe ich es einerseits, wieder einen kleinen Sprechanlass zu kreieren. Also ich trage etwas bei zum Competence Building im Bereich Sprechen und zugleich habe ich aber diese multisensorischen Elemente, dass es Miming damit verbunden ist, dass die anderen etwas erraten können, dass sich alle eigentlich auf diese Aktivität auch konzentrieren müssen. Das findet sich auch bei einer ganzen Reihe von anderen Aktivitäten. Also ich habe jetzt speziell auch viele Grammar und Vocab Activities ausgewählt, die eben auch diesen interaktiven Ansatz haben oder dieses personalisierte Element, um ihnen zu zeigen, wie man jetzt so vom klassischen Gap-Fill einen Schritt weitergehen kann, um etwas mehr daraus herauszuholen. Da gibt es jetzt zum Beispiel rund um das Thema mustn't do, also es wird das Modalverb, dieses Verbot, you mustn't do, diese Ausdrücke von verboten eingeführt. Also das steht im Fokus, das wird auch vorher schon rezeptiv eingeführt mit einer Bildgeschichte. Und dann gibt es eben eine praktische, interaktive, mündliche Aufgabe. Es gibt verschiedene Orte, die sich die Schülerinnen wieder selbst aussuchen. Also man hat wieder ein bisschen Wahlfreiheit. Und in Pairwork sollen sie sozusagen, soll Partner A eine Regel aufstellen, was man zum Beispiel on the bus nicht machen darf. Und Partner B rät. Und jetzt kann man natürlich sagen, das überfordert vielleicht leistungsschwache Schülerinnen manchmal, weil sie dann relativ viel Sprache ad hoc produzieren müssen, was sie nicht können. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten des Scaffolding und der Unterstützung. Das schauen wir uns gleich auf der nächsten Folie an. Das zweite Beispiel ist in dem Fall jetzt ein kurzer schriftlicher Anlass, um sozusagen diese Writing-Habit ein bisschen aufzubauen und zu fördern. Und da können Sie sich auch wieder einen Ort aussuchen, at home, at school, in the supermarket und entsprechende Regeln formulieren. Also wichtig ist hier auch, dass man jetzt nicht zu restriktiv ist, worüber Sie schreiben dürfen. Es ist vielleicht auch nicht
allen Schülerinnen so angenehm, dass sie über die Regeln zu Hause im Detail da schreiben sollen, so können sie sich auch auf neutralere Orte zurückziehen. Das Wesentliche hier ist, es ist immer noch relativ gelenkt. Es ist immer noch dieser Fokus auf einer grammatischen Struktur, aber es ist ganz eindeutig eine kommunikative Notwendigkeit, dass ich etwas über mich aussage, dass ich dem anderen etwas sage, was diese Person erraten soll. Also das ist dieses interaktive Element und eben dieses Ziel, etwas erfolgreich zu kommunizieren. Die Differenzierungsmöglichkeiten schauen wir uns auf der nächsten Folie noch an. Wenn jetzt Schülerinnen da überfordert sind, weil sie nicht sofort mit dieser Sprache so spontan aufwarten können, gibt es eben die Möglichkeit einerseits, dass ich kurz entweder als Verbal Prompts an die Tafel schreibe oder eben auch noch einmal auf Bilder im Buch verweise oder selbst kurz etwas skizziere, was an verschiedenen Orten verboten sein kann. Ich kann aber auch zuvor ein gemeinsames Brainstorming veranstalten, sodass einfach schon mehr Sprache vorhanden ist und dann habe ich einfach sehr nützliche Scaffolds, die leistungsschwächeren Schülerinnen verwenden können und auf die sie sich zurückbeziehen können. Im Buch ist da zum Beispiel auch noch eine Tabelle, also was wird hier abgebildet, you mustn't swim here und wo kann ich so etwas finden, next to a river, next to a pond, next to the sea und so weiter. Also da können dann die Schülerinnen auch selbst entscheiden, wo finde ich denn typischerweise solche Signs. Also das ist auch eine Möglichkeit der Unterstützung. Aber dann gibt es natürlich auch immer die Leistungsstärkeren und die kann ich hier natürlich auch ermuntern, dass sie sich hier verschiedene Orte wählen und zu denen dann entsprechende Regeln formulieren oder dass sie mit jemandem zusammen dann noch ein weiteres, also weitere Rules formulieren, gibt es hier Möglichkeiten, auch die Leistungsstärkeren etwas zu herauszufordern. Oder sie müssen Begründungen geben, warum manche Dinge verboten sind, mit because einen Ergänzungssatz zu bilden. Auch das kann ich mit Prompts an die Tafel schreiben. Noch einmal ein Beispiel aus Band 3. Ich weiß, es ist etwas blurry. Dafür entschuldigen wir uns, aber es geht quasi nur um die Idee. Noch einmal ein Beispiel aus dem Bereich der Modalverben. Also man sieht hier auch Grammatik in Kontext kann auch durchaus einmal rezeptiv sein. Das heißt, die Schülerinnen lesen etwas und entdecken dann etwas. Also hier geht es eben, dass sie Modalverben oder ihre Substitutionsformen unterstreichen sollen mit verschiedenen Farben. Und hier kann ich auch noch einmal thematisieren, was ist denn jetzt die Bedeutung, die Funktion der verschiedenen Modalverben, was kann ich damit ausdrücken? Denn in einem nächsten Schritt, also es bleibt nicht nur bei diesem Entdecken und Selbstidentifizieren, sondern da soll es dann eben, sollen Sie ähnliche Regeln, wie sie hier beschrieben sind oder ähnliche Verbote und Dinge, die erlaubt sind und nicht erlaubt sind, für sich und ihre Eltern beschreiben. So, finish the sentences so that they are true for you, soweit die Schülerinnen das eben wollen. Auch hier gibt es die Möglichkeit, dass ich noch ein paar zusätzliche Sentence Starters an die Tafel schreibe, damit die Leistungsstärkeren hier eben auch zu tun haben und nicht nach einer Minute eben fertig sind. Was man hier sieht, also ich habe hier einerseits etwas zunächst etwas Gelesenes, das ich mit entdeckendem Lernen verbinde. Ich habe dann schon den kleinen Transfer in einen kurzen Schreibanlass, wo ich wirklich offene Sätze bilde und nicht nur ein Gap füllen muss
Und dann gibt es noch eine Erweiterung dieser Aufgabe, das ist dann eben weiter unten, Bezugnahme auf die Probleme, die der Marvin, das ist also dieser Teenager hier oben, in diesem Absatz da beschreibt, dass ich dann mündlich sozusagen in Pairwork mit jemandem eine Art Dialog mir überlege, wie ich dem Marvin jetzt da Hilfe anbieten kann, wie ich ihn unterstützen kann. Also ich habe hier, wie ich finde, einen guten Dreischritt aus verschiedenen kommunikativen Kompetenzelementen. Also ich habe was Geschriebenes, ich habe etwas Selbstgeschriebenes durch die Schülerinnen und ich habe etwas Interaktives, Gesprochenes, für das sie sich auch Notizen machen können, wenn das die Dialoge dann auch vorgespielt werden sollen. Und habe so hier eine Grammatikübung, die also wesentlich mehr kommunikativen Charakter hat, als wenn jetzt die Schülerinnen nur zum Beispiel 3 ein Fill-in-the-Gap-Activities machen würden. Noch einmal kurz zu den Differenzierungsmöglichkeiten. Also eine Möglichkeit besteht eben, das ist auch wieder eine ähnliche Aufgabe wie vorher, dass man eben so persönliche Bezugnahmen schafft. Das geht praktisch mit allen Grammatikstrukturen, mit verschiedenen Tenses, dass man sich so Sentence-Starters überlegt, wo die Schülerinnen tatsächlich individuelle Antworten geben können, die auch einen Bezug zu ihrer Lebenswelt herstellen und wo sie sich dann auch austauschen können und sich gegenseitig auch vergleichen können, was jeder das so geschrieben hat. Oder ganz unten ist auch noch ein Beispiel, das ist eigentlich eine kurze Schreibaufgabe, sehr kurz. Ich habe die Textsorte E-Mail und da geht es auch wieder um going to tell him or your friend about your plans for the weekend. Der Unterschied hier ist eben, es ist schon offener, weil ich hier auch doch einiges an Merkmalen abrufen muss, was jetzt für ein E-Mail typisch ist, weil ich brauche bei einem E-Mail eine Subject-Line, ich muss eine Anrede machen, irgendeinen Opening-Sentence mache ich im Regelfall, irgendeinen Closing-Sentence und eine Grußformel werde ich auch brauchen und muss eben auch diese Punkte hier inhaltlich noch abdecken. Also das sind so ganz kurze Schreibanlässe, die auch einen kommunikativen Mehrwert haben gegenüber jetzt sehr geschlossenen Grammatikaufgaben. Also das ist auch sinnvoll zu berücksichtigen und gibt eben auch Differenzierungsmöglichkeiten, weil das Aufgaben sind, wo ich den Schwächeren wieder Scaffolding an die Hand geben kann, indem man vielleicht kurz wiederholt, ja, wie kann ich denn eine E-Mail eröffnen oder schaut euch noch einmal ein E-Mail auf der Seite so und so an, was muss da alles drinnen sein, also so ein paar Reminders machen und die Leistungsstärkeren können das ohnehin vermutlich von sich aus bereits produzieren. Jetzt wissen wir aber auch, dass nicht alle Grammatik- und Wortschatzübungen immer diesen kommunikativen Charakter per se in sich angelegt haben. Und dann kann ich mir eben überlegen, wie kann ich von diesem reinen Formfokus, wie wir es in dieser Tabelle haben, das kennen Sie alle, das ist im Kontext von den Irregular Verbs oder in so gemischten Aufgaben, Regular, Irregular, etwas ganz Klassisches. Wie kann ich hier diesen Übertrag zum Focus on Use schaffen, diesen Transfer? Und der erste Schritt kann natürlich sein, diese Tabelle zu vervollständigen. Und die Schnellen sind dann natürlich auch in 30 Sekunden, vielleicht auch schon wieder fertig. Und da macht es Sinn, sich Erweiterungsmöglichkeiten zu überlegen. Also wenn es jetzt um Past Simple geht zum Beispiel, kann ich mir überlegen, wenn ich mit solchen Tabellen arbeiten will, dass ich sage, und jetzt sucht euch zu zweit 5 oder 7 Verben aus, aus der Tabelle und ihr müsst eine Mini-Story anhand dieser Verben darum herum bilden. Collaborative Storytelling hat immer den Vorteil,
Das ist erstens, man bereichert sich mit den Ideen und mündlich hat das Ganze den Vorteil, dass es auch viel schneller geht und es ist wieder dieser Beitrag zum nicht nur Competence Building, sondern auch Confidence Building, denn Storytelling, wie der Name schon sagt, ist eben etwas, was nicht nur schriftlich passiert, sondern speziell auch mündlich und je öfter man solche kurzen Sprechanlässe auch einbaut, desto besser funktioniert das dann auch. Ein Beispiel, wie es auch funktioniert, wenn man es wieder personalisieren möchte, ist, dass man wieder so Sentence Starters gibt und dann können sich die Schülerinnen ein paar Past Participles von oben aussuchen und die Sätze wieder aus ihrer persönlichen Perspektive vervollständigen. Auch das ist eine Möglichkeit, um wieder von diesem reinen Formfokus auf Use und Meaning zu kommen. Das Wechselspiel sprachliche Mittel, kommunikative Kompetenzen. Ich hoffe, das ist auch ein bisschen deutlich geworden. Das eine kann nicht ohne das andere wachsen und existieren. Also ich kann nicht Wortschatz und Grammatik einführen, aufbauen, ohne die kommunikativen Kompetenzen zu berücksichtigen. Und umgekehrt können die kommunikativen Kompetenzen nicht aufgebaut werden, ohne dass ich solide Wortschatz- und Grammatikarbeit betreibe. Also das ist ganz wichtig. Und als Takeaways für Sie möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also Meaningful Practice kann man sich ein paar so Leitgedanken mitnehmen. Wichtig ist die Abwechslung, also auch Mut zu Aufgaben, die jetzt nicht so angeleitet sind, vielleicht auch im Buch, das Sie verwenden, einfach auch einmal ein bisschen unkonventionelle, kurze Aktivitäten ausprobieren. Wirklich sich selbst immer wieder vornehmen, ich brauche Kontext, ich brauche eine Kommunikationssituation für den Wortschatz, für die Grammatik, die ich einführe. Unbedingt den Schülerinnen viel Gelegenheit zur aktiven Verwendung von Wortschatz und Grammatik geben. Nur so lernen sie zu kommunizieren und zu interagieren. Und speziell in den ersten Lernjahren ganz wichtig, die Arbeit mit Bildern, mit visuellen Elementen oder eben auch alles, was haptisch ist, alles, was Movement und so weiter, TPR involviert, sowie auch sich überlegen, wo gibt es Möglichkeiten zur Differenzierung, sodass für die Schwächeren und Stärkeren was dabei ist. Und den Bezug zum Leben der Schülerinnen nicht verlieren, sowie das entdeckende Lernen mit berücksichtigen, um eben den Spaß am Englischlernen so lang wie möglich irgendwie zu bewahren und wenn es geht, ein Leben lang. Und jetzt bist du an der Reihe. Ich möchte jetzt ganz kurz noch, nachdem die Tanja ihre interessanten Ausführungen so fast schon beendet hat, möchte ich Ihnen ganz kurz nochmal den Blog ans Herz legen. Einige von Ihnen werden ihn kennen, andere vielleicht nicht. Ich habe Ihnen auf der Folie ohnehin den einen QR-Code, also mit dem einfach scannen mit dem Handy und so, schon sind Sie am Blog drauf. Ich habe es zuerst schon geschrieben, aber ich möchte vielleicht nochmal sagen, Sie bekommen natürlich diese PowerPoint als ein PDF im Nachgang per E-Mail zugeschickt. Warum ein Easy-Blog? Einfach mal, um Sie zu informieren und immer Aktuelles zu Easy, zu den Bänden, zu einzelnen Features von Easy Ihnen anzubieten. Tipps zu Easy und praktische Ideen, Classroom Activities von Lehrerinnen für Lehrerinnen, also tried and tested sozusagen. Themen, die Sie ständig im Unterrichtsalltag begleiten. Ich glaube, das heutige Webinar war ja da wirklich ganz typisch. Es gibt auch DigiTeach und so weiter. Und auch praxisorientierte Downloads, die Sie im Unterricht unterstützen können. Die Tanja hat schon mehrere Beiträge rund um Differenzierung, Individualisierung und Personalisierung und die verschiedenen Teilaspekte davon, weil ich meine, das sind ja doch sehr allgemeine Begrifflichkeiten, verschiedene Teilaspekte schon am Blog publiziert. Und auch mehrteilige Serien zu komplexen Aufgaben, Wortschatz, Arbeit und Grammatik. Also wie gesagt, gerade auch bei den komplexen Aufgaben sehr interessante und vor allem sehr hilfreiche Beiträge, immer wieder mit Beispielen.
Also man ist, es gibt auch da immer wieder Scaffolding. Es sind keine theoretischen Abhandlungen, sondern es ist alles immer sehr illustriert mit Beispielen. Und zwar aus ISE 1, 2 und 3. Und Sie sehen aber hier 4 Bilder. Das ist gleich so mein kleiner Dangle the Carrot. ISE 4 erscheint, wenn alles klappt, Ende November. Dann wird auch der 4. Band bereit und ist dann natürlich auch als Prüfexemplar erhältlich. Weil es jetzt gerade gut passt, ganz schnell, ISE 1, die Ausgabe für den neuen Lehrplan 2023 erscheint ebenfalls im November. Also ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass es einige interessante Dinge zum Anschauen für Sie geben wird. Die Tanja hat Ihnen auch eine Liste, eine Literaturliste zusammengestellt. Wenn Sie sich vielleicht in irgendwelche Begrifflichkeiten oder so tiefer einlesen wollen, dann bitte, hier haben Sie alles zur Hand, wenn Sie Interesse und Zeit haben. Ja, und dann, wo kriegen Sie von uns Infos? Sie haben die Veritas Verlagswebsite, die neue Verlagswebsite, seit Juli jetzt live. Und mit den QR-Codes kommen Sie wieder dann zu den entsprechenden, auf die entsprechenden Seiten. Die Veritas Kundenberatung steht Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung für Fragen, für Bestellungen, für Sonstiges. Und ganz wichtig und jetzt auch ganz modern in neuem Design, unsere Schulberaterinnen. Wenn Sie auf diesen QR-Code klicken, kriegen Sie dann die jeweiligen Kontaktmöglichkeiten zu den einzelnen Kollegen und Kolleginnen in den Bundesländern. Ja, und dann vielleicht jetzt auch der gute Zeitpunkt, mich einmal bei Ihnen zu bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es ist Ende September, Sie sind alle noch sehr in den organisatorischen Schuldingen auch gefangen oder zumindest stecken nach wie vor noch drinnen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, Sie haben was in Ihrem Einkaufskörbchen. Ich hoffe, Sie haben sehr, sehr viel in Ihrem Einkaufskörbchen und können vielleicht das eine oder andere gleich in der nächsten Englischstunde mal ausprobieren. Ja, was der Tanja und mir noch bleibt, ist Ihnen noch alles Gute für das weitere Schuljahr zu wünschen. Es hat ja gerade erst begonnen, aber auf der anderen Seite, die Herbstferien sind ja schon wieder irgendwo im weiteren Blickwinkel. Und unser Rat an Sie oder unser Tipp an Sie ist halt, take it easy. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie da waren, hoffen, Sie konnten was mitnehmen und bedanken uns nochmal herzlich und wünschen einen schönen Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank und einen schönen Abend.